Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meinen Lesemonat für den Juli geben. Ich habe verdammt viele Bücher gelesen und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bücher habe ich gelesen. Und ich muss sagen, ich habe niemals gedacht, dass ich so viel schaffen würde, weil ich hatte ja schriftliche Prüfung und mündliche Prüfung und ich war eigentlich, keine Ahnung, im Vollstress und habe trotzdem geschafft, so viele Bücher zu lesen. Aber ich freue mich natürlich darüber und ja, in letzter Zeit kamen ziemlich viele Rezensionen von mir online, beziehungsweise viele Rezensionen, aber keine anderen Videos. Das wird sich jetzt, wo ich endlich mit meinen Prüfungen durch bin, natürlich ändern. Ich habe jetzt hier schon mal meinen Lesemonat. Ich bin jetzt erstmal nochmal 2 Wochen im Urlaub und danach geht es wieder richtig los. Ich habe mir schon einen schönen Plan geschrieben mit tollen Videos, die ich machen werde, mit Tags und ich werde meine Bücherregaltour fortführen und ja, ich habe auf jeden Fall ein paar coole Videos geplant und so viel dazu, das wollte ich nochmal so als kleine Vorab-Disclaimer geben, nicht, dass ihr irgendwie denkt, es gibt jetzt nur noch Rezensionen hier auf meinem Kanal, auf gar keinen Fall. Das habe ich halt immer so zwischendrin mal reinwerfen können, das geht immer ziemlich fix, die abzudrehen und ja. Aber kommen wir zum eigentlichen Video und nämlich zu meinem Lesemonat. Wie gesagt, 11 Bücher. Das erste Buch, was ich gelesen habe, war tatsächlich ein E-Book, nämlich Broken Hope aus dem Bayona Verlag. Ich durfte dieses Buch als Rezensionsexemplar lesen. Ich habe es als E-Book gelesen, deswegen blende ich euch hier das Cover ein. Das Buch ist leider bei mir noch nicht angekommen. Und ich mochte das Buch echt, echt gerne. Es ist so eine emotionale Geschichte, aber es ist halt nicht zu emotional. Also es ist jetzt nicht so ein ist jetzt nicht so emotional wie Emma Scott, aber ich kann mir vorstellen, dass Fans von Emma Scott diese Geschichte sehr, sehr gerne mögen. Es geht halt um Hope und Hope hat hat einen ganz, ganz schweren Schicksalsschlag hinter sich und denkt halt nicht, dass sie nochmal auf die Beine kommt, bis sie dann auf jemanden trifft, der ihr aber zeigt, dass irgendwie doch alles nochmal gut werden kann. Und das ist so ganz grob der Inhalt. Mehr möchte ich nicht dazu sagen, weil ich eine Rezension dazu für euch abgedreht habe. Und aber so viel dazu. Das Buch habe ich gelesen. Ich mochte es wirklich sehr, sehr gerne. Es war eine tolle Geschichte für zwischendurch. Es hatte auf jeden Fall den richtigen Touch an Tiefgründigkeit und ich mochte es einfach echt gerne. Dann ein Buch, für das ich euch auch gerade eine Rezension abgedreht habe, nämlich Dark Summer Nights von Cosima Kincaid aus dem ganz, ganz neuen Federherz Verlag. Das ist ein Dark Romance Buch. Es ist sehr, sehr dünn. Es hat 180 Seiten, aber ich fand es richtig, richtig cool. Es war echt so ein Suchtfaktor-Buch. Und wie gesagt, ich sage da jetzt nicht so viel zu, weil ich euch dazu eine Rezension abgedreht habe. Deswegen, ich möchte euch jetzt nicht damit langweilen, dass ich 100-mal das Gleiche sage. Dann wurde es endlich Zeit für ein ganz, ganz besonderes Buch, nämlich für Isara 4, den Abschluss der Isara-Reihe. Ich muss sagen, ich bin ja immer so ein Mensch, ich bin gleichzeitig froh und gleichzeitig traurig, eine Reihe zu beenden. Vor allem diese Reihe, wo man die Charaktere einfach so sehr ins Herz geschlossen hat. Aber ja, es wurde jetzt Zeit. Ich und Esther haben auch Band 4 gemeinsam gelesen und es geht natürlich, es knüpft direkt an die Ereignisse von Band 3 an. Und ja, es war einfach wundervoll, die Charaktere sind toll, die Welt ist toll, alles, was die Autorin hier erschaffen hat, ist einfach unglaublich. Ich liebe diese Geschichte so sehr und ich finde auf jeden Fall für Sarah J. Maas Fans oder allgemein Fantasy oder Romantasy Fans ist das ein absolutes Muss, die Reihe. Ich liebe diese Reihe sehr. Ich weiß jetzt schon, dass ich sie bald nochmal von vorne lesen oder hören werde, weil sie einfach toll ist. Dieses komplette Gesamtpaket, das passt einfach und das stimmt total und es ist einfach alles stimmig und ja, es ist einfach klasse. Ich liebe diese Reihe und sie ist absolut für euch, kann ich sie euch empfehlen. Dann habe ich gehört bzw. gelesen 12, das erste Buch der Mitternacht. Ich fand dieses Buch echt, echt gut, muss ich sagen. Es geht ja halt um Harper Bennett und in ihren Träumen passieren halt immer öfter komische Sachen und sie trifft auf einen Jungen, der es irgendwie so ein bisschen auf sie abgesehen hat und es ist so ganz grob angerissen, mehr möchte ich euch nicht verraten. Es hat mir echt gut gefallen, eine coole Fantasy-Romantasy Geschichte, die so ein bisschen an Rubin Rot erinnert hat, also so vom Grundgerüst, sag ich mal. Der Rest ist natürlich eine eigene Geschichte, aber es hat mich so ein bisschen grob daran erinnert. Also für Fans davon kann ich euch das Buch auf jeden Fall empfehlen. Ich mochte es echt, echt gerne und ich werde jetzt direkt mit Band 2 weitermachen.
Das ist übrigens mein erstes Buch von Rose Snow gewesen und ich freue mich auf jeden Fall noch andere Geschichten von ihr zu kaufen, weil ich mag echt ihren Stil gerne und auch wie sie Geschichten so schreibt und die anderen Geschichten hören sich auch alle echt gut an. Dann habe ich gelesen Legend, Fallender Himmel von Mary Lou. Dieses Buch wurde ja vor Ewigkeiten mal so in den Himmel gehypt. Ich muss sagen, mir hat es leider nicht so gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es mir zu dystopisch war oder woran es lag, aber es hat mich einfach nicht gepackt. Ich konnte auch die Beziehung zwischen den beiden Charakteren nicht so wirklich nachvollziehen. Also, ja, da waren irgendwie Feelings, die habe ich einfach nicht gefühlt und es war halt blöd. Und ja, ich finde, teilweise ist die auch sehr vor sich geplätschert, die Geschichte, was ich echt schade fand. An sich war es ganz interessant, aber es hat mich einfach leider nicht gecatcht. Dann ein Buch, für das ich euch auch eine Rezension abgedreht habe. Ihr merkt schon, hier wurden ziemlich viele Rezensionen gedreht, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Nämlich Hot Client von Wikiland. Ich liebe Wikiland und auch diese Geschichte war wieder unglaublich cool. Es geht hier um Layla und Layla ist halt, arbeitet in einer Anwaltskanzlei und möchte dort Partnerin werden. Und sie denkt halt, dass sie die Chance dazu hat, weil sie jetzt einen neuen Mandanten kriegt. Ja, und als dieser neue Mandant dann vor ihr steht, wird sie halt ziemlich in die Vergangenheit geworfen, weil sie ihn nämlich aus ihrer Vergangenheit kennt. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, ich habe dazu eine Rezension abgedreht, deswegen werde ich auch hier nicht viel zu sagen, außer, dass es mir wieder unglaublich gut gefallen hat und dass die Wikiland-Bücher einfach so wundervoll sind, vor allem für zwischendurch. Mein Lesemonat war übrigens sehr Dark Romance-lastig, finde ich, was ich nicht schlecht finde, im Gegenteil. Ich habe gelesen Nightfall von Penny L. Chapman. Ja, also es geht hier um Ryan und ja, Ryan hat eine ziemlich desaströse Vergangenheit hinter sich und ja, die lähmt sie irgendwie immer noch so ein bisschen im Alltag, aber dann ist sie halt, ich glaube, auf einer neuen Schule, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, auf jeden Fall gibt es auf dieser neuen Schule eine Gang und vor dieser Gang fürchtet sich einfach jeder und sie sieht halt richtig den Nervenkitzel da drin und nähert sich dann halt dieser Gang an, was für sie im Endeffekt gar nicht so gut läuft und ja, es ist halt eine Dark Romance Geschichte. Ich fand es richtig, richtig gut. Es ist teilweise echt abartig und krank, was da so abging und echt ein bisschen bescheuert, aber das finde ich ja immer so geil an Dark Romance und das fand ich auch hier richtig gut. Ja, das Cover gefällt mir persönlich nicht ganz so gut, aber ich muss sagen, es passt super zur Geschichte, weswegen ich es irgendwie doch mag. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist das hier so mit dem nicht so meins, aber wie gesagt, es passt einfach super zur Geschichte. Und die Geschichte hat mir auch unglaublich gut gefallen. Wie gesagt, ich liebe so abgefuckte Geschichten. Ich habe mir auch direkt Band 2 gekauft und ich freue mich damit bald weiterzulesen, aber mit Band 2 werde ich jetzt, glaube ich, noch bis nach dem Urlaub auf jeden Fall warten. Dann habe ich gelesen Stoneheart von Asuka Leonera und ja, Stoneheart war eine ganz tolle Geschichte, auch für Fans von Romantasy war es. Ich stehe momentan voll auf Dark Romance und Romantasy, ich weiß nicht, diese zwei Genres haben es mir momentan total angetan und ja, eine richtig, richtig gute Geschichte. Hier geht es halt um Eslane und ja, Eslane flüchtet von ihrem Zuhause aus bestimmten Gründen, die ich euch nicht verraten werde und ja, eins kommt zum anderen und sie strandet auf einer einsamen Insel, wo sie dann Drace begegnet, der irgendwie so ein bisschen geheimnisvoll ist und ein Geheimnis zu regen scheint, aber die beiden tun sich dann, naja, eventuell gezwungenermaßen zusammen und ja, dann gehen die beiden auf Reisen, um jemanden zu finden und es hat mir so gut gefallen. Ich fand die beiden richtig toll. Ich muss sagen, Eslane war zur Abwechslung. Mittlerweile ist es ja schon so ein bisschen mehr so, geht es in die Richtung, dass die Protagonistinnen immer so tough sind. Eslane war zwar auch tough, aber sie war schon so ein ängstliches Mädchen oder eine ängstliche Frau, wie auch immer. Und das mochte ich zur Abwechslung nochmal echt, echt gerne. Und Drace war halt so der Beschützer und ach, ich fand es echt cool. Und ich habe mir auch direkt Band 2 bei der Bücherbüchse signiert bestellt. Übrigens war dieses Buch auch in der Bücherbüchse, also es ist auch signiert. Und echt eine richtig, richtig coole Geschichte, die ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Dann ein Buch, zu dem schon eine Rezension online ist, nämlich Play Me Viciously von Kati Weber. Das Buch habe ich ja von Books on Demand bekommen als Rezensionsexemplar und ich habe es euch auch schon rezensiert. Ihr wisst, Kati Weber Bücher gehen immer, mag ich richtig gerne. Ich werde jetzt auch dieses Nightfall oder wie das heißt mit in den Urlaub nehmen, weil ich unbedingt weiter was von Kati Weber lesen möchte.
und ihre Geschichten einfach locker leicht sind. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man so richtig schön abchillt, die Bücher einfach perfekt sind. Und dann sind wir auch schon bei den letzten beiden Büchern. Irgendwie ist das ziemlich schnell gegangen, aber mein Akku blinkt auch gerade schon rot, was mich echt nervös macht. Und zwar habe ich Broken Blackness 3 und 4 gelesen. Genau, es war richtig rum so. 1 und 2 kannte ich ja schon von Yuna Drake. Das sind auch Dark Romans Bücher. Ich sag ja, es war Dark Romans lastig. Und ja, ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe so nach einem dünnen Buch gesucht. Und dieses Buch hatte halt nur 270 Seiten. Und habe ich mir gedacht, komm, lies es. Ich hatte das an einem Tag durch, weil es so, so gut war. Ich muss sagen, es gehört zu den Dark Romans Büchern, was schon echt brutal ist und schon echt in eine Richtung geht, wo ich mir vorstellen kann, dass es für viele wirklich nichts ist, weil es wirklich heftig ist, was hier abgeht. Und es ist, ja, denke ich, nichts für zart Beseitete, obwohl ich eigentlich auch ein Schisser bin, aber das geht schon echt in eine echt krasse Richtung, wo man wirklich Respekt vor hat und teilweise schlucken muss und sich denkt, oh Gott, schlag das Buch zu. Es war heftig, aber es war echt geil. Es war voll der Nervenkitzel und deswegen habe ich direkt weitergemacht und habe die Reihe auch beendet. Auch dieses Buch war wieder richtig, richtig gut. Es war auf jeden Fall ruhiger, es war nicht so brutal, aber die Autorin schreibt halt am Anfang, dass die beiden Protagonisten genug Schreckliches erlebt haben und dass sie es jetzt verdient haben, dass sie auch ja, mal eine ruhigere Zeit haben, beziehungsweise ja, dass es einfach mal ruhig bei ihnen angeht. Und das war in dem Buch tatsächlich so und ich kann der Autorin da wirklich nur recht geben. Es war wirklich so, die Protagonisten haben es einfach verdient, dieses Ende, und ich fand das Ende auch nicht langweilig. Es war immer noch richtig gut und schön und ich liebe die Charaktere, sie sind mir wirklich ans Herz gewachsen, vor allem Tjark, und ja, ich bin jetzt gespannt, weil der dritte Kerl, es geht hier halt um drei Freunde und Freund 1 ist halt in Follow Your Passion, habe ich euch auch schon mal gezeigt, und um das ist hier geht es um den zweiten Freund quasi und um den dritten geht es dann in dem neuen Buch von ihr, was aber noch nicht erschienen ist leider. Das kommt jetzt, glaube ich, im September. Und ja, ich liebe es einfach. Es ist so eine coole Dark Romans Geschichte. Also, wie gesagt, geht schon etwas krasser daher. Vor allem in Band 1 und Band 3 habe ich das so empfunden. Aber ich fand es echt gut. Und ja, das war mein Lesemonat. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ja, ich hoffe, euch hat auch mein Video gefallen. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so gelesen habt im Juli. Und ja, welches Genre ihr gerade so mögt. Wie gesagt, bei mir ist es Dark Romance und Romantasy. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!